Hallo zusammen. Ich befinde mich heute mal wieder in einem Buchen-Eichenwald und ich habe euch vor einem Jahr in etwa schon mal die Suche nach dem blauen Ordensband, Caducala Fraxini, vorgestellt. Ja, damals war die Suche für mich auch relativ neu von dem Ordensband und ich habe davon erst vor kurzem erfahren. Konnte da also auch noch nicht so wirklich viel berichten. Und habe euch einfach die Methode mal gezeigt. Und jetzt in der Zwischenzeit, ja, ich würde sagen, so viel mehr Erfahrung kam jetzt vielleicht nicht unbedingt dazu. Ich habe allerdings dennoch an vielen verschiedenen Orten jetzt mittlerweile gesucht und die Art im Endeffekt auch an jeden Ort nachgewiesen. Also ich bleibe bei meiner Aussage grundsätzlich, dass die Art wirklich sehr häufig oder häufiger ist, als sie eigentlich in den Verbreitungskarten erscheint und vor allen Dingen auch, dass sie sehr leicht über die Eiersuche eben nachzuweisen ist. Und ich habe sie jetzt in verschiedensten Habitaten zwar gefunden, teilweise auch eher randständig, eher besondere Bereiche, bleib aber unterm Strich auch der Meinung, dass wirklich das, was ich damals vorgestellt hatte, schon prioritär bevorzugt wird. Jetzt zumindest bei mir hier in dem, ich sag mal, im mittel-norddeutschen Bereich, wo ich bis jetzt aktiv war. Auch Ostdeutschland habe ich jetzt die Eier in ähnlichen Bereichen gefunden. Und ich möchte euch heute jetzt einfach nochmal ein Beispiel nachreichen. Also, ja, ein schönes Beispiel ist wieder mal. Wie gesagt, so ein Buchen-Eichenwald, relativ dicht. Und wir sehen hier so eine, ja, eine grobe Kuhle. Das ist wie ein Graben auch teilweise, der sich hier entlang zieht, wo im Sommer schätzungsweise ein bisschen Wasser drin steht. Das ist ein bisschen sumpfig teilweise. Also die Luftfeuchtigkeit hier ist relativ gut. Und wir sehen hier, das ist eine Espe, eine Zitterpappe. Wir sehen es an der Krone. Ich kann auch kurz nochmal das Satellitenbild einblenden. Also man erkennt es schon von weitem hier den silbrigen Stamm bzw. die silbrige Krone umgeben von anderen Bäumen, die eben. Ja, sehr auffällig ist die Esper im Satellitenbild. Und hier habe ich jetzt mal geschaut. Gucken wir es an. Ich habe in diesem kleinen Stammbereich jetzt hier schon um die 10 Eier waren es, glaube ich, gefunden. Und ja, ich möchte euch jetzt heute einfach ein paar zeigen. Nochmal als Beispiel einfach. Hier das erste Beispiel. Ihr könnt es vielleicht erkennen. Ich habe, wie gesagt, ich nutze ja die Taschenlampe gerne, weil die Eier reflektieren, also die Eihüllen vor allen Dingen. Und worauf es mir jetzt hier ankommt, ist dieses Ei. Da an dieser Stelle, wenn ihr euch mal drauf konzentriert, das ist ein bisschen heller als die Umgebung. Und das ist eine Eihülle. Und so können wir hier auch mehrere finden. Ich zeige euch einfach jetzt mal ein paar Beispiele. Hier ist ein weiteres Beispiel. Wenn ich es da an dieser Stelle kann man es vielleicht erkennen. Also seht ihr so rund, dieses runde Ei zumindest, kann man erkennen einigermaßen. Und ja, hier abstehend auf diesem Moos hier, das ist sehr gut erkennbar jetzt. Der helle Punkt im Endeffekt, diese Eihülle. Ja, so sind hier überall verteilt. Mehrere Eier hier, die sind ein bisschen in der Rinde drin. Hier ist jetzt auf dem Video schwer zu erkennen, aber ja, ist eindeutig. Also man erkennt die Rillen im Ei und ja, also auch hier wieder, hier ob man schon sehen kann, sieht man es so ein bisschen. Also hier an dieser Stelle, versteckt im Moos, man sieht es teilweise im Licht jetzt recht schön, eben auch eine Eihülle versteckt. Und ja, so zieht sich das im Endeffekt um den Baum herum. Grundsätzlich, ich habe damals, glaube ich, erwähnt, dass ich die moosigen Bereiche für die Suche bevorzugen würde. Und ich kann das eigentlich nach wie vor bestätigen. Also ich habe jetzt auch hier diesen Stammbereich abgesucht, auch die Rinde selbst. Aber
Wirklich, die Funde liegen eigentlich hauptsächlich in dem moosigen Bereich, bemoosten Bereich. So, und das kann jetzt natürlich dadurch zustande kommen, dass einfach die Eier in der Rinde selbst schwer zu erkennen sind. Das kann ich nicht ausschließen. Allerdings für die Suche würde ich definitiv trotzdem die moosigen oder bemoosten Bereiche bevorzugen. Einfach weil es, weiß ich nicht, entweder sind die Eier leichter zu erkennen oder sie werden wirklich von der Art bevorzugt. Jetzt hier nur mal ein Beispiel, wo das Ei direkt auf der Rinde liegt, da wo der Grashalm hinzeigt. Das wäre jetzt quasi ein Beispiel dafür, wie das Ei einfach in die Rinde abgelegt wird. Ja, es ist auch relativ schwer zu erkennen, aber trotzdem, ich würde sagen, die meisten Eier sind definitiv im bemoosten Bereich zumindest zu finden. Genau, und auch im unteren Bereich eher, würde ich jetzt sagen, so von meinem Eindruck her bis jetzt, was ich über diesem Jahr jetzt mittlerweile gesammelt habe, die Eindrücke. Und ja, aber das kann durchaus auch sein, dass es in anderen Regionen Deutschlands wieder anders aussieht, aber das finde ich jetzt hier bis jetzt eigentlich immer noch die beste Methode, wirklich sich auf die unteren Bereiche zu konzentrieren und da die bemoosten Stellen abzusuchen und eben nach, mit der Taschenlampe nach diesen Eiern und Eihüllen zu leuchten. Also nach wie vor eine wirklich geniale Methode, finde ich, zur Suche und den Nachweisen vom blauen Ordensband. Wenn ihr auch ähnliche Erfahrungen habt, lasst mich gerne mal teilhaben, vielleicht auch aus Süddeutschland und anderen Regionen. Ich könnte mir vorstellen, dass überall zumindest ähnliche Muster erkennbar sind.